Hallo, meine Lieben, ich bin angekommen in meinem kleinen kuscheligen Zimmerchen. Da ich nicht weiß, wie der Abend heute doch verläuft und ob es nachher nicht stockfinster hier drin ist und ich mein, meine andere Kamera unten in der Tasche habe, zeige ich euch das Zimmer jetzt kurz mal mit meinem Handy. Also, man kommt hier rein. Ich werde euch gleich mal von der Front zeigen. Dann habt ihr gleich hier das Bad. Hier ist das schnuffelige kleine Bad. Groß genug für mich alleine. Ja, mit einem riesigen Spiegel. Ich bin heute todmüde, mir fallen die ganze Zeit die Augen zu. Ich habe in der Bahn eigentlich nur bei der Fahrt die ganze Zeit gepennt. Ich habe eine Badewanne immerhin, sehr, sehr schön. Ja, hier ist ein riesen Schrankwand, brauche ich nicht. Kleiner Fernseher, großes Doppelbett für mich alleine. Also es ist wirklich sehr kleines, uriges Zimmer. Ja, WLAN ist hier nicht so gerade das Beste. Naja, ne. Ich hoffe, das geht mit dem Tablet und so. Weil diese öffentlichen WLANs sind dann immer so frei so viel benutzt. Ja, dann habe ich noch Wasser zum Glück hier und eine kleine Kaffee-Teebar, was ich sehr, sehr cool finde. Kann ich mir abends noch einen schönen Tee machen. Ja, hier ist noch so diese Schuhputzbügelbank und ja, mein Blick aus dem Zimmer. Gerade sehr grell. Runter auf die Straße. Hier ist ein riesen Baum. Gerade mal gelüftet, weil es hier super stickig drin ist. Ja. Ja. Okay, würde ich sagen. Und jetzt gehe ich wieder runter. Geht jetzt gleich weiter mit dem Seminar, holen wir noch irgendwas, eine Cola oder so, um ein bisschen wach zu werden. Ja. Und dann mal schauen, wie der Abend heute noch wird. Wir werden nach dem Abendessen, es gibt heute wieder Menüessen. Was mit Schweinefilet habe ich jetzt gewählt. Werden wir noch was zum Trinken gehen, aber ich werde das nicht lange machen, weil ich so müde bin. Ich werde mich freuen, wenn ich auf dem Zimmer bin und schlafen kann, weil ich gestern das Wochenende spät im Bett war, weil wir das Spiel durchspielen wollten. Und ich heute Morgen echt ist, ich... Nee. Ich bin so kaputt. Ich freue mich auf meinen Urlaub. Ich hoffe, die Woche geht schnell rum, auch wenn das super spannend sein wird, weil wir viel übers Arbeitsgericht und so weiter besprechen werden. Und am Donnerstag werden wir den ganzen Tag im Arbeitsgericht verbringen. Das ist schon spannend, aber ja, ich merke auch, dass ich so langsam echt mal eine Pause brauche. Na gut, geht los. Ja, ich kann euch nochmal jetzt eine kurze Roomtour zeigen, weil die Aufnahmen vorhin nichts geworden sind. Ja, hier ist das Bad. Das Bad ist irgendwie größer für mich alleine, als ich hier brauchen würde. Hier seht ihr einen riesen Waschtisch. Hallo. Und ich habe eine Badewanne. Schaut euch das an. Eine Badewanne. Ja, da kann ich Mittwoch oder Donnerstag nach so einem langen Tag nochmal ein richtig schönes Bad nehmen oder morgen Abend. Vielleicht auch schon morgen Abend. Ich nehme hier nämlich immer extra was mit fürs Baden. Juhu. Ja, hier habe ich jetzt so einen riesen Schrank. Werde ich nicht brauchen, weil ich habe ja nur das bisschen im Koffer. Hier ist so eine Fernsehschreibtischecke, was ganz nett ist. Ich habe eine Wasserkocherecke. Ist das nicht schön? Ich kann mir abends nochmal einen Tee machen oder was ist das hier? Kaffee, gut, ja, würde ich jetzt nicht trinken um diese Uhrzeit, aber hier so ein Green Tea oder Kamillentee. Ich glaube, ich muss morgen nochmal schwarzen Tee mopsen von unten. Ja, Wasser habe ich hier, sehr schön. Hier ist noch ein Sessel. Hier ist das Doppelbett mit so mega Decken und so. Ich werde ja eh nur eine Ecke brauchen. Ich werde mal gucken, ob ich mir das ein bisschen zusammenschiebe. Ja, das war's schon. Mehr ist in diesem Zimmer nicht. Da ist noch so eine Bügelstation. Ja, sieht's hier aus. Ja, klein. Fein. Ich meine, ich habe ganz gut Glück. Der Kollege, der ein paar Räume weiter ist, also einer von einer anderen Firma, der dabei ist beim Seminar, der hatte wohl ein richtig stinkendes Zimmer und danach hat er ein sehr dreckiges Zimmer gehabt. Also ich hoffe mal, dass mein Zimmer, also bis jetzt sieht es oberflächlich eigentlich okay aus. Ja. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja. Aber bis jetzt habe ich hier nichts gefunden und das Bad war auch relativ okay. Und ich bin da auch nicht ganz so pingelig. Es gibt gewisse Orte, die habe ich schon mitmachen müssen. Die waren deutlich schlimmer. Ja. Hallo und guten Abend aus dem Hotelzimmer in Düsseldorf. Ich sehe völlig fertig aus. Ich bin auch völlig fertig. Ich bin heute todmüde. Todmüde.
bin ständig eingepennt im Zylinder. Oh, das haben wir alle irgendwie mitgekriegt, peinlich. Ich war schon im Zug total müde und habe eigentlich nur Hörbuch gehört und bin dabei eingepennt. Es war so anstrengend. Ich weiß auch nicht, warum ich momentan so fertig bin. Oh, naja, jetzt bin ich endlich hier auf dem Zimmer. Es ist jetzt 10. Wir waren noch in so einem Brauhaus hier um die Ecke und die Männer haben so viel Bier getrunken. Oh mein Gott, waren die gerade betrunken. Die wollen jetzt irgendwie noch was essen. Fragt mich nicht, warum die jetzt unbedingt noch was essen gehen müssen. Dabei hatten wir Abendbrot, also Abendessen. Oh, ich sehe auch fix so fertig aus, ne? Meine Güte, ich werde mich jetzt abschminken, umziehen. Und dann geht es ins Bett. Ich werde heute nicht mehr alt, ich werde nur ein bisschen Fernsehen gucken und dann schlafen. Damit ich morgen wieder fit bin. Keine Ahnung, was es heute ist. Ich hoffe nicht, dass ich irgendeine Erkältung ausbrüte oder so. Dass wirklich nur der Schlafmangel davon kommt, dass wir die letzten Tage Spider-Man durchgesuchtet haben und spät im Bett waren. Aber ich bin es ja auch gewohnt, später zu Bett zu gehen. Deswegen verstehe ich das nicht ganz so. Ich war heute auch nicht so mega früh wach. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass ich morgen fitter bin. Das Zimmer habe ich euch vorhin ein bisschen mit dem Handy aufgenommen. Das habt ihr eben schon gesehen. Ich sage euch für heute gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Ich freue mich auf Mittwoch. Da machen wir diesen Ausflug in die Medienecke da hinten, wo die Kö ist. Also eine Ecke von Düsseldorf, die ich noch nicht kenne. Und dann treffe ich mich danach mit Jenny und vielleicht hat auch Betty und Melissa Zeit. Da gehen wir schön essen und freue ich mich schon tierisch drauf. Ja. Und dann ist Donnerstag wirklich der spannendste Tag von diesem Seminarblock. Also ich bin ja jetzt das dritte Mal auf Seminar. Betriebsverfassungsrecht 3 und jetzt handelt es ganz viel vom Arbeitsgericht, Einigungsstellen, Betriebsvereinbarung und sowas. Und am Donnerstag wird richtig spannend, weil da werden wir den ganzen Tag im Arbeitsgericht zu Originalfällen halt dabei sein, was wirklich sehr, sehr spannend ist. Und dann ist endlich Freitag und dann geht's wieder nach Hause. Ich glaube gar nicht, wie sehr ich mich darauf freue, wieder nach Hause zu fahren, weil ich endlich Urlaub brauche und ich will nichts mehr machen, ich habe zu nichts mehr Lust. Es war jetzt die letzten Monate alles ein bisschen sehr, sehr viel. Naja, ich habe nur noch ein Seminar vor mir. Ja, für dieses Jahr zum Glück. Und dann geht es erst nächstes Jahr wieder los. Jo, oh, bevor ich jetzt hier einpenne, ja, werde ich jetzt mich bettfertig machen und wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Hallo und herzlich willkommen zu Dienstag, jetzt nochmal am Tage. Ich bin gerade nach Mittag kurz aufs Zimmer, einmal hier lüften, weil hier ist echt so ein bisschen muffige Luft drin, ich weiß auch nicht. Ich verstehe jetzt, was der Kollege gestern meinte mit, es stinkt auf dem Zimmer. Ja, es stinkt jetzt nicht besonders, aber wenn man reinkommt, ist schon so ein bisschen, Ich bin heute auch noch extrem müde, aber mittlerweile habe ich mich so ein bisschen gefangen. Ich habe ja auch vorhin noch einen Kaffee getrunken. Jetzt haben wir erstmal gegessen, jetzt bin ich echt pappesatt. Jetzt würde ich mich am liebsten hier noch eine halbe Stunde hinlegen, aber ich muss jetzt wieder runter, weil es geht jetzt weiter mit dem Unterricht. Ja, also das ist hier ja das kleine Zimmerchen. Das habt ihr ja gestern schon im Dunkeln gesehen. Ja, ansonsten ist es eigentlich ganz spannend, das Seminar. Wir reden heute sehr, sehr viel Theoretisches über ja, so Anwaltskram und so weiter. Morgen wird es tatsächlich spannender, da werden wir Live-Fälle besprechen und am Donnerstag gehen wir ins Arbeitsgericht, da wird es dann, denke ich mal, auch nochmal richtig, richtig spannend. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was wir gleich noch so besprechen. Ich glaube, wir werden jetzt gleich noch so ein Fallbeispiele durchgehen und dann sind wir auch durch. Heute soll es super warm werden, ich merke das hier schon im Zimmer so ein bisschen. Es soll nachher noch 30 Grad werden, ich glaube, es ist inzwischen schon 28, man merkt das hier so im Hotel selber nicht so. Ich werde mir nachher was anziehen, anderes anziehen und dann gehe ich mit den Jungs nochmal in die Stadt. Vielleicht gehe ich auch nochmal alleine in die Stadt. Ich werde es einfach sehen. Ja, und dann nehme ich euch nachher nochmal mit. Ja, und jetzt muss ich erstmal wieder runter.
gesehen? Wie kannst du dir deine McDonald's-Burger selber machen? Das ist so Kinderspielsets, dann rührst du das Zeug an und dann kannst du das essen. Die Japaner sind manchmal so eklig. Das sind halt so, das ist so jetzt Sets. Drin, nein, was? Die machst du. Die Händen, das rührst du alles so an und dann wirst du, weißt du, das ist so Spielzeug sozusagen. Aber das kann man essen. Das kann man dann nachher essen, ja. Voll eklig, aber. Hast du das schon mal gegessen? Schmeckt das? Ich schmeck nach. Zimmer. Ich habe übrigens heute nur mit dem Handy gefilmt. Wenn die Aufnahmen leider ein bisschen leise oder dunkel sind, dann tut es mir leid. Aber es geht halt, ging halt nicht anders. Ich durfte bei diesem Minigolf meine Tasche nicht mit reinnehmen und somit durfte ich auch meine Kamera nicht mit reinnehmen. Aber ich habe mit dem Handy ein paar gute Aufnahmen hoffentlich hingekriegt. Ja, ich habe bei diesem Glowing Rooms Düsseldorf, so heißt es. Das ist so 3D Glowing in the Dark Minigolf. Habe ich den ersten Platz in unserer Gruppe gemacht. Yay! Und was, obwohl ich so schlecht am Anfang war, aber dann habe ich die Jungs doch noch mit ein paar Punkten überholt. Ich habe 2 Bahnen mit einem Schlag geschafft. Yay! Habe einen kleinen Minigolfball geschenkt bekommen und eine 3D-Brille, die ich ja nicht genug habe als Kinomitarbeiter. Ja, aber es ist ganz witziges Goodie. Ja, hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen. Also solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie, es gibt es in verschiedenen Städten, sowas mal habt und mit Freunden machen wollt, macht es. Es ist ganz spaßig für so eine kleine Runde, kleine Abwechslung, ja. Dann war ich noch kurz in der Stadt, aber ich habe nichts wirklich gefunden, was vielleicht ja auch mal ganz gut ist. Ich war nur im japanischen Laden, wo ich mit Jenny damals war. Ich zeige euch das mal schnell. Da habe ich einmal diese Bowl-Nudelsoup mitgenommen. Die werde ich für Matti mitbringen. Da kann er dann einfach mal die ausprobieren. Eine Arizona habe ich mir vorhin noch am Rossmann geholt und das Maybelline Fit Me Make-up in 115. Meins ist alle und ich dachte mir, probier mal was Neues aus. Hatte ich letztens mal ein Swatch probiert. Dann habe ich mir diese koreanischen Pokies gekauft mit Oreo-Geschmack. Soba-Nudeln. Ach übrigens, man hört hier die Straßenbahn. Die werde ich gleich noch essen, weil ich ja heute kein Armbrot hatte. Ich hatte nur ein Onigiri mit Thunfisch, der war super lecker. Also wenn ich morgen vielleicht nochmal an dem Laden vorbeikomme, hole ich mir vielleicht noch einen. Ja, und hier Dorayaki mit Bohnenpaste. Mal schauen, ob ich den schaffe, nachher noch zu essen oder ob ich mir den für morgen aufbewahre. Dann ist hier noch ein Keramiklöffel drin mit Katzen drauf für meine ganzen Japano-Schalen. Und ich habe vorhin noch einen Bleistift mitgenommen, ne, mit Corona-Kit drauf. Corona-Kit, ja. Yay, für meine Stiftung. Genau, das war's. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich für meine Nudelsuppe gar keine Gabel oder Löffel hatte. Und ich habe aber den Wasserkocher hier stehen. Habe mir das Wasser heiß gemacht, dachte, wie esse ich die denn jetzt? Jetzt bin ich runter, um die Ecke, da wo unser Kaffeetisch immer ist.
in der Snackecke zum Frühstück hin und habe mir vom Frühstückstisch jetzt einfach eine Gabel gemopst. Habe ich mir ja nur ausgeliehen. Psst, braucht doch keiner heute. Außer ich für meine Nudeln. Ja, wie soll ich denn sonst meine Nudelsuppe essen? Mit den Fingern? Eben. Deswegen. Und nun habe ich mir eine Badewanne eingelassen. Darauf freue ich mich schon riesig. Ich muss mal einmal kurz aufdrehen. Genau. Ich habe mich hier für eine Portion Danke entschieden. Granatapfel, Kakaobutter. Ja. Ich dachte mir, das passt jetzt ganz gut. Die Hälfte bewahre ich mir noch auf für Donnerstag eventuell. Ja, ich bin echt kaputt. Ich bin so froh, dass zwei der Mädels gesagt haben, dass sie schon nach Hause gehen, weil die ganzen Männer jetzt noch weiter Bier trinken wollten. Und es ist schon fast 11 und ich wollte jetzt nicht noch ewig, ja, weiß ich nicht, Haare waschen und alles, ne? Und morgen wieder 9 Uhr beim Seminar sein. Bin ja kein Mann, der so ruckig zu gefährlich ist. Habe ich vorhin noch vom Hotel bekommen, vom Seminar. Ja, mal gucken. Ich werde mir jetzt hier gleich die Nudelsuppe aufmachen. Dann werde ich die, denke ich mal, in der Badewanne dekadent essen. Dabei Netflix anmachen und den Abend ausklingen lassen. Ja. Und morgen sehe ich meine Jenny. Ich freue mich. Morgen sehe ich Jenny und vielleicht hat auch Betty und Melissa Zeit. Das wird richtig, richtig gut. Also erstmal haben wir noch bis 15 Uhr oder bis 14 Uhr. Bis 14 Uhr haben wir Seminar. Morgen kommt eine andere Referentin. Der Stefan musste jetzt wieder gehen und morgen kommt eine andere Referentin, die mit uns am Donnerstag ins Arbeitsgericht geht. Das wird schon echt super spannend. Die wird uns morgen wohl erzählen, was sie für Termine hat und was besprochen wird in diesen Kammerterminen. Und dann werden wir am Donnerstag halt ins Gericht fahren. Und das ist schon, ich war einmal in meinem Leben im Gericht. Also nicht wegen mir, sondern als Zuschauer. Ich muss mal gerade überlegen, wann das war. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das damals nach der Schule war. Ich glaube, es war nach der Schule. Ich war mit irgendeiner Gruppe im Gericht und habe mir eine Verhandlung angesehen. Man kann da ja hingehen, man kann sich anmelden und sich auch im Internet da auf den Landesgerichten oder Arbeitsgerichten könnt ihr euch so, wenn euch sowas interessiert, da könnt ihr euch die öffentlichen Sachen raussuchen und dann kann man da hingehen und sich das angucken. Ja, und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Also wie gesagt, das letzte Mal ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich in einem Gerichtssaal saß. Ja, und jetzt bin ich mal sehr gespannt am Donnerstag. Man muss ja super leise sein und darf. Ne? Filmen darf ich da schon gar nicht. Ich denke mal, ich werde euch dann hinterher davon erzählen, also wie mein Eindruck war. Ich darf ja nicht so alles hier preisgeben. Ja. Ich bin heute echt ein bisschen erschlagen. Ich freue mich am Samstag auf meinen Urlaub. Das habe ich, glaube ich, gestern schon ganz oft gesagt. Ne? Ich glaube, ich jammer in diesem Vlog ganz, ganz doll. Ja, aber umso mehr freue ich mich wirklich nächste Woche auf meine freie Zeit und dass ich ein paar Sachen machen kann, nur für mich, auch zum Basteln. Und ich gucke mal, dass ich euch nächste Woche dann auch wieder mitnehme und das vielleicht mal wieder so ein Bastelvlog wird. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie euch das gefällt, wenn ich euch hier mitnehme und so, ob das überhaupt was für euch ist, wenn ich euch mit unterwegs nehme, wenn ich auf Seminare fahre. Es steht ja jetzt nur noch eins an. Berlin in 4 Wochen. Da werde ich natürlich auch filmen. Mal gucken, wie ja, die bei euch so ankommen. Heidelberg kam, glaube ich, nicht so gut an. Ihr guckt, glaube ich, mehr die Con-Vlogs, aber naja, das ist ja auch okay. Ne? Was soll's? So ist es halt jetzt mal live. Damit müsst ihr leben. Wenn ich das hier online stelle, entweder guckt ihr es oder guckt es nicht. Und jetzt sage ich euch erstmal gute Nacht. Ich gehe in die Badewanne und wir sehen uns morgen. Vielleicht mit Jenny und Melissa und Betty. Oder nur mit mir und Jenny. Wir werden sehen. Bis morgen. Gute Nacht. Hallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu... Ich glaube, heute ist Mittwoch. Ja, wir haben jetzt schon Mittag gehabt. Ich fand das Essen jetzt aber so semi-gut. Ja, jetzt wieder runter zum Seminar. Wir haben jetzt noch einen Seminarblock. Und dann haben wir heute... unsere Tour durch die City. Wir wollen irgendwie zum Medienhafen und dann wollen wir da auf dem Fernsehturm oder so. Ich weiß es noch nicht genau, was er mit uns vorhat. Ja, danach haben wir heute Abend frei und da werde ich mich mit der lieben Jenny treffen und dann gehen wir essen und treffen Betty und so weiter. Darauf freue ich mich sehr, weil das ein bisschen mal runterkommen ist, mal mit meinen Besten wieder zusammen zu sein. Das ist wirklich, 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 das brauche ich. Ja, jetzt bin ich schon wieder so spät dran. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall nachher mit in die Stadt und dann gucken wir uns mal an,
was Tom uns so zu bieten hat. Wir sind hier am Düsseldorfer Medienhafen. Da ist der Fernsehturm. Sieht ein bisschen aus wie bei uns in Hamburg. Also, kennt man, ne? Hotel am Hafen direkt und hier haben die so ein Kuppelding, keine Ahnung was das ist. Gucke ich mir gleich mal an, irgend so ein moderner Bau. Ja, Fernsehturm, Brücke, ja, hier sind die kleinen Kutter. Ah, schon ganz süß. War es wie bei uns hinten der Industriehafen Dockville, ne? Eigentlich nicht anders. Hier sind wir am Landtag, am Düsseldorfer Landtag. Wann ihr wollt, heute schon wichtige Sachen drin. Ja. Also das Parlamentsgebäude von Düsseldorf. Düsseldorf, heute an Tag 4. Der Himmel ist ein bisschen bedeckt, es ist auch nicht ganz so warm heute. Ich bin jetzt schon fertig gemacht, gucke gerade, was ich alles noch so einpacken kann. Und dann gehe ich jetzt gleich zum Frühstück runter.
Und dann geht es auch schon gleich los zum Arbeitsgericht. Was ich denn da so wie wo mache, das werde ich euch nachher nach dem Mittagessen noch mal ein bisschen kurz berichten. Ja, aber ich denke mal, die Kamera werde ich hier lassen. Wir werden da kontrolliert und ich darf auf jeden Fall nichts mitnehmen. Ja. Gut. Wie sieht es heute aus? Ich bin schon Donnerstag. Tut mir leid, ich habe gestern Abend überhaupt nicht viel gefilmt, als ich mit der lieben Jenny und Betty unterwegs war. Irgendwie war die Vorfreude des Sehens so krass, dass ich einfach ja, da nicht dran gedacht habe. Und der Kamera-Akku war auch schon ziemlich leer. Deswegen habe ich da einfach nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, es war aber ein sehr, sehr schöner Abend zusammen. Wir waren im Sattgrün. Das ist ein vegetarisches Geschäft. Da kauft man sich dann eine Tellergröße und dann kann man alles draufpacken, was man will. Und ich hatte so ein vegetarisches Soja-Curry mit Erdnuss und das Soja, das war wirklich wie so ein Stück Fleisch und das war total krass, das schmeckte richtig gut. Ja, ich nicht gedacht. Ich bin ja immer offen für was Neues. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so, dass ich das jeden Tag machen würde, aber ich muss auch nicht jeden Tag Fleisch haben. Und es war sehr, sehr gut, ja. So, jetzt werde ich mal runter, bevor ich kein Frühstück mehr kriege und die anderen losgehen ohne mich. So, meine Lieben, ich bin jetzt ein bisschen unterwegs. Wir essen schon um 18 Uhr, deswegen habe ich nur eine Dreiviertelstunde Zeit, jetzt noch ein bisschen hier durchzugehen. Geht jetzt die Immermannstraße runter, willst du diese japanischen Bäckerei, die mir vorgeschlagen wurde? Und es tut mir irgendwie auch leid, wenn ich die ganze Zeit mit dem Handy filme und der Ton nicht so gut ist. Aber es gibt ja so ein Tier, irgendwie hole ich gerne ungern meine Kamera raus. Jedenfalls in der Ecke von uns. Naja, ich versuche jetzt mir ein bisschen noch die Beine zu vertreten, damit ich später wieder Hunger habe. Und was ist das hier eigentlich in Düsseldorf? Kann mir das jemand erklären, dass überall hier die Pac-Man-Figuren hängen? Unterwegs, aber es ist nicht so laut hier, ein Wasserfallbrunnen. Ja, ich war jetzt gerade in der japanischen Bäckerei, da wollte ich noch mal schnell hin, weil der Tom jetzt schon wieder zum Essen will. Um 18 Uhr wollen wir beim Melzer sein. Und warum müssen die Männer immer so früh essen gehen? Ich verstehe das nicht. Ich bin noch Papsa vom Mittagessen. Naja, schauen wir mal. Jetzt bin ich auf dem Weg dahin. Wir sind mal über die ganze Kühe. Ja, vielleicht schaffe ich es morgen noch mal in die japanische Bäckerei rein, weil ich habe jetzt zwei Sachen gekauft. Ich hätte gerne noch ein drittes gehabt, aber das hält sich halt nicht ohne Küche. Ich habe leider keine Minibar. Schade, Schokolade. Meine Lieben, es ist Freitag und ich bin schon losgetigert und war bei der My Heart Bakery.
und habe mir meine Koro-Hörnchen geholt. Ihr seht es. Das sind diese Hörnchen mit Vanillefüllung, einmal mit Schokofüllung. Diese Milchhörnchen. So wie meine Katze im Milchhörnchen. Wisst ihr? Ich wusste gar nicht, dass man die wirklich essen kann. Oh, ja, come on. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die Bäckerei ist wirklich nur 5 Minuten Fußweg vom Hotel entfernt. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall in Zukunft merken. Die ist natürlich jetzt gerade Müllabfuhr. Ja, jetzt gehe ich zum Hotel zurück und hole mir noch einen Tee und dann geht's los mit dem Seminar. Ach so rum meintest du es, ja, ja. Also das hier ist der klassische, normale Spider-Man. Ja, ja, und die haben sie eben nicht adaptiert ein bisschen für das Spiel, weißt du? Nur, dass eben da der Partner Octavius ist. Ja, genau. Also bitchy. Mama ist zu Hause und du fauchst. Ich hab dir mal hier ein Stück mal ohne Soße draufgepackt mit, damit du mal probieren kannst. Hallo. Kitty, 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 I'm home again. Mama ist home. Und du? Du bist so böse zu mir. Hallo. Nach 1,5 Stunden Verspätung endlich zu Hause. Nach Zugausfall, Stress, Drama. Oh, erzähl ich euch alles morgen. 2 Stunden später Zug nehmen. Doch noch 1 Stunde Verspätung bin ich um 8:30 endlich zu Hause. Jetzt ist es 9, jetzt gibt Pizza. Und Katzentier auf Bauch. Und Spidey läuft. Ja, mehr.